Das ist meine Geschichte. Ich bin 16, bin schwarz und habe Verwandte in Alabama. Sie sind Bauern und besitzen viel Land in Huntsville. Mein Onkel hat ein großes Haus und einige Wohnwagen, die sie nutzen, um im Wald zu jagen. Mein Cousin schlug vor, dass wir dort rausgehen, um zu campen. Sie machen oft Witze über mich, da ich ein Stadtmensch bin. Ich komme aus Chicago. Das nutzten sie aus, um mir vorher schon eine Heidenangst zu machen. Wir sammelten Vorräte, schlachteten ein Schwein, ein paar Hühner und hatten so das Nötigste zusammen, um ein paar Tage in der Wildnis verbringen zu können. Als wir im Camp ankamen, war etwas seltsam. Die Luft war irgendwie elektrisiert und es hatte diesen typischen Geruch wie vor einem Sturm. Ich nenne es den Ozongeruch. Wir dachten uns jedoch nichts dabei, schlugen unser Lager auf und gingen runter zum Fluss schwimmen. Ganz unverhofft kam ein älterer, weißer Mann mit einem ebenfalls weißen Teenager aus dem Gebüsch. Er trug eine Schrotflinte in seiner Armbeuge, als er auf uns zukam und Hallo sagte. Er fragte, was wir so weit draußen in den Wäldern machen würden, und ich erzählte ihm von meinem Onkel und dass wir campen wollten. Als ich mit Reden fertig war, sagte er, dass ich im Wald ein großes Tier herumtreiben würde und dass wir möglichst immer zusammenbleiben sollten. Der Teenager, der, wie sich herausstellte, sein Sohn war, fragte ihn dann noch, ob er bleiben und mit uns rumhängen dürfte, wogegen sein Vater nichts einzuwenden hatte. Wir verbrachten den weiteren Tag damit, Fußball zu spielen. Ich arbeitete mit dem weißen Kind Tanner herum und dann waren da noch 5 meiner Cousins und Cousinen sowie 4 weitere Freunde. Insgesamt waren da also 5 Mädchen und 6 Jungs, alle im Schnitt 15 bis 17 Jahre alt. Am Ende des Tages gingen wir zurück ins Lager und holten ein wenig Kram heraus, um damit ein Feuer zu machen, obwohl beide der Wohnwagen mit einer Küche ausgestattet waren. Tanner erzählte, dass das Grundstück seiner Familie an das meines Onkels grenzt und wollte dann nach Hause rennen, um seinen Vater zu fragen, ob er mit uns campen dürfte. Rooster, einer meiner Cousins, sagte, er würde mit ihm gehen, weil es bald dunkel werden würde, worauf eines der Mädchen sich ihnen anschloss. Es war 19 Uhr und es fing an, wirklich finster zu werden. Sie nahmen deshalb Taschenlampen mit und folgten dem Weg in Richtung Tanners Grundstück. Der Rest von uns lehnte sich zurück. Wir machten Marshmallow-Sandwiches, tranken und küssten uns mit den Mädchen. Ungefähr 30 bis 40 Minuten später war da wieder dieser Ozongeruch. Man konnte es noch über den Geruch des Lagerfeuers riechen. Hinzu kam noch ein übler Kupfergeruch, wie nach einem Nasenbluten. Es roch genau wie getrocknetes Blut und hinterließ einen scheußlich metallischen Geruch, der bis weit in den Rachen reichte. Wir dachten sofort, es wäre eine elektrische Fehlfunktion oder jemand hatte vergessen, eine der Herdplatten auszuschalten. Irgend so etwas in der Art. Als wir aber in den Wohnwagen nachsahen, fanden wir nichts, obwohl wir es alle riechen konnten. Dann hörten wir plötzlich, wie Leute den Pfad entlang auf uns zukamen. Es waren Rooster, Tanner und das Mädchen, die völlig außer Atem ins Lager zurückgerannt kamen. Und sie stoppten nicht, sondern rannten geradewegs in den Wohnwagen hinein, der direkt beim Feuer stand. Wir liefen ihnen sofort nach und versuchten sie zu beruhigen, weil sich in diesem Moment sogar Rooster die Augen ausweinte. Währenddessen brannte das Feuer immer weiter herunter und meine anderen Cousins wollten rausrennen, um den Generator, der zwischen den beiden Wohnwagen stand, anzuschalten. »Scheiße, nein!« rief Tanner. »Schließ die Tür und geht bloß nicht da raus!« Dann fing er auch an zu weinen. Seine Augen waren aufgequollen und blutunterlaufen, seine Hose völlig verdreckt. Er erzählte uns, dass sie zum Haus hochliefen und dass sein Vater ihnen erlaubte, mit uns zu campen. Aber dass sie vorsichtshalber Jagdgewehre für den Rückweg mitnehmen sollten, für den Fall der Fälle. Tanner hatte vor ein paar Tagen offensichtlich etwas auf ihrem Hof gesehen. Sie fanden eines ihrer Schweine zerfetzt und halb aufgefressen. Sie vermuteten, es wären ein paar große Katzen oder Kojoten gewesen, obwohl diese sich normalerweise nicht an lebende Tiere heranwagten. Als sie die Treppe hinuntergingen, sagte Tanner, dass es okay sein würde, wenn sie die Gewehre dort lassen würden und dass Kojoten Menschen sowieso meiden würden, also machten sie sich ohne die Gewehre auf in Richtung Lager. Als Rooster aufhörte zu weinen, hatte sich das Mädchen schon beruhigt und schaute mit einem stumpfen Gesichtsausdruck aus dem Fenster hinaus. Sie sagte, dass sie gerade im Wald waren
und schon die Hälfte des Wegs hinter sich gelassen hatten, als sie unheimliche Geräusche im Dickicht hörten. Zu dieser Zeit war es schon stockfinster, weshalb sie sich nicht sicher waren, was es war. Dann hörte sie etwas in einem Busch, direkt am Wegesrand. Sie richtete sofort ihre Taschenlampe in diese Richtung, wodurch sie jemanden auf einer kleinen Lichtung zwischen einer Reihe von Bäumen stehen sahen. Sie rief ihm zu, dass er sie fast zu Tode erschreckt hatte und was er doch für ein Idiot sei, erzählte Rooster dann weiter. Dann erkannten sie, dass dieser Kerl von ihnen abgewandt war und sie nahmen diesen widerlichen kupferartigen Ozongeruch wahr. Sie wandten ihren Blick dann von ihm ab und schauten in die entgegengesetzte Richtung, wo ein anderer Kerl ein wenig näher am Pfad stand, genau hinter ihnen. In diesem Moment begann sie schneller zu laufen. »Ich hätte das verdammte Jagdgewehr nehmen sollen«, sagte Tanner. Während sie redeten, war dieser Geruch immer noch stark zu vernehmen, sogar im Wohnwagen. Sie sagten, dass, nachdem sie begannen, schneller zu laufen, sie anfingen, von beiden Seiten des Weges ein tiefes Brabbeln zu hören und dass sie sich deswegen noch mehr beeilten, zurück zum Lager zu kommen. Das Mädchen sagte, dass sie die Taschenlampe beim Rennen hin und her schwenkte und etwas sah, dass sich ein Weg durch den Wald bahnte, worauf das Gebrabbel lauter und lauter wurde. Und als sie von Weitem das Lagerfeuer sehen konnten, kam etwa 40 Meter hinter ihnen etwas aus dem Wald und sie rannten so schnell sie konnten zum Wohnwagen. Da waren wir nun, mitten in den beschissenen Wäldern und ein paar Hinterwäldler oder sowas versuchten uns Angst einzujagen. Urplötzlich begann mein anderer Cousin Junior von seinem Weg zur Schule mit einem Eingeborenen zu erzählen, der über den Goatman oder irgend so etwas redete. Sofort sagten ihm alle, dass er die Klappe halten soll und niemand in diesem Moment Gruselgeschichten hören wollte. Aber er redete weiter und weiter über diesen verdammten Goatman, dass wir in seinem Wald sein würden und bla bla bla. Zu dieser Zeit hatte ich noch nie von diesem Goatman oder sowas in der Art gehört, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, vor einiger Zeit in dem Jahr, bevor ich das College absolvierte, teilte ich mir das Zimmer mit einem Menom-Indianer. Was darin endete, dass ich ihn regelmäßig darüber ausfragte. Und kurz gesagt, der Goatman ist ein Mann mit einem verdammten Ziegenkopf, der seine Gestalt wechseln kann und sich unter Personengruppen mischt, um diese zu terrorisieren. Man vermutet, dass er eine Art Wendigo oder Skinwalker ist und dass es schon alleine gefährlich sei, über ihn zu reden. Noch gefährlicher ist es wohl, wenn man ihn sieht. Vergiss nicht, dass ich das damals, als ich 16 war, nicht wusste. Junior hörte nicht auf zu erzählen und sagte, dass der Goatman uns alle holen würde. Die Mädchen waren daraufhin verängstigt und mein Cousin und ich versuchten uns einzureden, dass es nur ein paar Bauerntrottel oder irgendwelche Tiere wären. Auf einmal verschwand auch der Geruch, wie schon am Nachmittag. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Er flaute nicht einfach ab, sondern war von einer Sekunde zur nächsten einfach weg. Nach einer Stunde, es war ungefähr 21 oder 22 Uhr abends, waren wir alle so weit beruhigt, dass wir nach draußen gingen konnten und das Feuer neu schürten. Da wir nun davon ausgingen, dass das nur ein paar Arschlöcher waren, die uns reinlegen wollten, beschlossen wir, nicht nach Hause zu gehen. Denn wenn wir das täten, würden sie uns durch den Wald jagen oder Schlimmeres. In dieser Nacht passierte auch nichts mehr und wir blieben eine weitere Nacht, die zum größten Teil auch ruhig verlief. Um 1 Uhr waren wir noch draußen, betranken uns und erzählten uns Gruselgeschichten. Als einer von uns fertig war, zwei weitere Geschichten zu erzählen, ich weiß nicht mehr worüber, kam dieser Geruch zurück und eines der Mädchen musste buchstäblich kotzen. Ich stand auf und spürte, wie kühl und feucht die Luft war und ich schlug vor, nach drinnen zu gehen. Es war ein Fehler zu bleiben, wir hätten verschwinden sollen. Junior begann wieder vom Goatman zu reden und Rooster versuchte ihn sofort wieder zum Schweigen zu bringen. Ich spürte die ganze Zeit, dass etwas nicht stimmte, aber ich konnte nicht sagen, was es ist. Wir saßen eine Weile herum und der Geruch war immer noch stark. Jeder war verängstigt und kauerte sich zusammen. Irgendwann machten wir uns Bratwürste, weil niemand mehr rausgehen wollte. Es waren diese Packungen, in denen immer 4 Würste drinnen sind und wir haben insgesamt 3 von ihnen gehabt, also 12 Würste. Ich machte daraus Hotdogs, gab jeden einen und nahm mir dann einen eigenen. Nach einer Weile stand einer meiner Cousins auf und beugte sich über die Pfanne, um sich noch einen zu machen.
Doch er begann zu grummeln, warum gerade ich zwei bekommen sollte und alle anderen nur einen. Ich sah ihn an, als ob er vollkommen verblödet wäre, und sagte ihm, dass jeder nur einen bekommen hatte, weil es nur 12 Würste waren und dass er eine neue Packung aufmachen sollte, wenn er mehr haben wollte. Das war der Moment, in dem das Mädchen, das mit Tanner und Rooster weg war, zu schreien begann. »Oh mein Gott, raus hier!« Sie weinte und zitterte. Dann dämmerte meinem Cousin, der neben mir stand, was los war. Wir beide sahen uns im Raum um und ich fühlte, wie mir mein Herz in die Hose rutschte. Wir rannten aus dem Wohnwagen heraus und das Mädchen rannte uns nach. Die Tür knallte gegen die Seitenwand des Wohnwagens, als dann auch die anderen herausrannten. Eine Freundin meines Cousins fragte, was denn überhaupt los sei, und ich begann uns durchzuzählen. Wir waren nur noch 11. Als wir im Wohnwagen saßen, sind wir jedoch 12 gewesen. Kein Scherz. Aber da wir uns untereinander nicht so gut kannten, fiel das die ganze Zeit niemanden auf. Doch da war wirklich noch jemand anderes. Dann realisierte ich, dass vorhin schon mal etwas komisch war. Du weißt schon, du bummelst herum, hast deinen Spaß und störst dich nicht an den kleineren Dingen. Du machst dir keinen Kopf über Sachen, die völlig normal erscheinen. Aber ich war mir todsicher, dass noch jemand anderes mit uns im Wohnwagen war. Den ganzen verdammten Tag. Und die Person hatte sogar mit uns gegessen. Und was noch schlimmer ist, ich könnte mir ausrechnen, wer es war. Denn ich glaube nicht, dass jemand mit dieser Person, oder sollte ich besser sagen, dem Goatman, geredet hatte. Das Mädchen betete weiter zu Jesus, während wir alle noch draußen saßen. Irgendwann haben wir uns wieder zusammengerissen und sind zum Wohnwagen gegangen. Niemand war mehr dort. Wir zählten erneut durch. 11 Leute. Also gingen wir hinein. Drinnen angekommen, verschlossen wir die Tür und erklärten, was passiert war. Das Mädchen sagte, sie hätte es auch gemerkt, aber in dem Moment, als sie etwas sagen wollte, griff die Person neben ihr ans Bein, packte fest zu, beugte sich zu ihr und sagte irgendwas, das sie nicht verstand. Wir waren nun noch verängstigter als zuvor und rückten enger zusammen, während wir uns zusammenkauerten. Dann schlief ich ein. Ich wachte mit der aufgehenden Sonne auf, während die meisten der Leute noch schliefen. Die anderen waren schon dabei, ihre Sachen zu packen. Wir wollten nur noch nach Hause. 4 von ihnen meinten, dass wir warten sollten, bis die Sonne richtig aufgegangen sei. Ein paar andere jedoch meinten, dass wir nicht rumheulen und eine weitere Nacht bleiben sollten. Ich, für meinen Teil, wollte einfach nur noch aus dem Wald raus. Ich fragte Kira, das Mädchen, das vom Goatman berührt wurde, was sie denn darüber denkt. Sie meinte, dass das, was passierte, schon schlimm genug war und sie wollte keine weitere Nacht allein im Wald verbringen. Draußen besprachen wir alles Weitere. Wir entschieden uns, uns aufzuteilen. Und die 4, die gehen wollten, konnten gehen. Ich musste jedoch bleiben, weil ich die Schlüssel zu den Wohnwagen hatte. Schließlich war das der Wohnwagen meines Onkels und ich musste ihn nach dem Ausflug wieder abschließen. Dementsprechend war ich extrem angepisst. Es kam mir vor, als hätten die anderen den Ernst der Lage nicht verstanden und ich wollte definitiv keine weitere Nacht in diesem Wald bleiben. Wir waren also noch 4 Jungs und 4 Mädchen und den restlichen Tag versuchte ich vergeblich, sie davon zu überzeugen, die Kurve zu kratzen. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als uns auch Tanner verließ, um das Jagdgewehr zu holen. Er versprach aber wiederzukommen. Als er jedoch um 5 immer noch nicht zurück war, wurden wir ziemlich unruhig und zogen uns in den Wohnwagen zurück. Dabei war Tanner, der das Gewehr holen wollte, der einzige Grund, weswegen ich aufhörte, die anderen zu betteln, dass wir heimgehen sollten. 5:30 war es ungefähr, als der Cousin, der mit uns hier blieb, auf einmal sagte, dass Kira draußen stehen würde. Wir sahen alle nach draußen und sie stand tatsächlich da, direkt neben der Feuerstelle. Aber warum sollte sie zurückkommen, so verängstigt wie sie war? Ich bekam ein flaues Gefühl im Magen und in dem Moment, in dem ich sie da stehen sah, stieg mir auch wieder der Kupfergeruch in die Nase, der die ganze Zeit verschwunden war. Ich erzählte das den anderen, denen, die unbedingt bleiben wollten, auch obwohl doch letzte Nacht der Goatman genau zwischen uns saß. Aber sie lachten mich aus und fragten mich, ob ich ihnen Angst einjagen wollte. Ich sah sie mit ernster Miene an und fragte sie, warum ich das tun sollte. Aber eines der Mädchen ging schon nach draußen. Sie war auf halbem Wege, da stoppte sie abrupt. Kira begann zu beben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Als würde jemand lachen, ohne einen Laut von sich zu geben, während er dir den Rücken zugewandt hat. Da merkte ich, dass sonst keine Geräusche aus dem Wald zu hören waren. Es war totenstill.
Zu dieser Zeit war es Ende September, wo es zwar immer noch warm ist, aber manche Tage auch wirklich kühl sind. Und für gewöhnlich konnte man noch Gänse und andere Arten von Vögeln hören. Oder auch Eichhörnchen, die durch das Geäst hüpften. Aber in diesem Moment herrschte einfach nur Stille. Ich ging nach draußen, um ihr zu sagen, dass sie in den verdammten Wohnwagen zurückkommen sollte, was sie zum Glück auch tat. Dann verschloss ich die Tür. Als nächstes zogen wir alle Vorhänge zu, bis auf einen. Vor das offene Fenster stellten wir eine Wache ab, die Kira im Auge behalten sollte. Sie stand dort noch ungefähr für 20 weitere Minuten, als ich unsere Wache gerade umdrehen wollte, um uns zu sagen, dass sie immer noch dort steht, und plötzlich hämmerte etwas unglaublich Lautes gegen die Tür. Wir sprangen alle auf und liefen wie aufgescheuchte Hühner durch den Raum. Das Hämmern war extrem laut und hörte nicht auf. Mein Cousin hielt dann eines der Mädchen im Arm, um es zu beruhigen, während die anderen nervös glucksten und kicherten. Ich und die beiden anderen Typen machten uns fast in die Hose. Dann hörten wir Tanner brüllen: "Hört auf mit diesen Spielchen und lasst mich endlich rein!" Wir öffneten die Tür und er stolperte mit dem Gewehr hinein. Sonst war niemand mehr dort draußen. Offensichtlich kam er problemlos durch den Wald, ohne dass etwas passierte, aber er hatte auch das Mädchen gesehen. Wie wir bemerkte er, dass es nicht Kira sein konnte. Als er die Lichtung erreichte, wandte sie sich ihm mit schlaff herunterhängenden Mundwinkeln zu und verfolgte jeden seiner Schritte mit starrem Blick, während er am Rande der Lichtung entlang zum Lager ging. Erst nach der Hälfte des Weges hatte er gemerkt, dass sie sich ihm näherte. Sie stand zuerst am Lagerfeuer, doch ohne dass er irgendeine Bewegung gesehen hatte, kam sie auf ihn zu. Als er das realisierte, rannte er den restlichen Weg zum Wohnwagen. Er dachte, die Tür würde offen sein, aber sie war fest verschlossen. Als er sich wieder nach ihr umdrehte, war sie schon fast bei ihm. Dann öffnete sich die Tür. Nachdem er erzählt hatte, was geschah, sah er sich im Raum um und wurde schlagartig blass. Dann zog er mich beiseite und flüsterte mir zu: "Du weißt, dass gerade mit mir nur noch 7 Leute hier sind, oder?" Ich spürte, wie sich mein Magen umdrehte. Der Goatman muss zurückgekommen sein, als wir uns noch ausmachten, wer wohin geht. Und als wir dann heute früh rausgingen, um alles zu besprechen, musste er sich wieder unter uns gemischt haben. Wir sahen zum Fenster hinaus, aber draußen war niemand mehr zu sehen, also zählten wir wieder durch und ich fragte anschließend jeden, wie viele ursprünglich mit Tanner geblieben waren. Jeder antwortete 8. Dann fragte ich, wie viele jetzt hier sind, und alle zählten und realisierten, dass hier nur 7 Leute waren. Jedenfalls hatte Tanner ein paar Schachteln Munition und das Gewehr mitgebracht. Er sagte seinem Vater, dass hier irgendwelche Tiere sind, weil er ihm nicht geglaubt hätte, hätte er ihm vom Goatman erzählt. Er sagte auch, dass sein Cousin in ein paar Stunden hierher kommen würde und wir am Morgen alle zu seinem Haus gehen könnten. Sein Cousin würde uns dann nach Hause fahren. Nun, ich war zwar immer noch völlig erschrocken, aber am Ende war ich erleichtert. Denn wir sind Amerikaner und können es erschießen, wenn es hier reinkommt, egal was es ist. Aber dann geriet mein Cousin in Streit mit einem der Mädchen. Sie sagte, ich würde nur versuchen, witzig zu sein und ihnen einen Streich spielen. Sie sagte auch, dass sie Angst hat und dass hier kein Spaß mehr ist. Er versuchte ihr zu erklären, dass ich nicht diese Art von Mensch bin, und sie sagte: "Okay. Und wer sagt uns dann, dass das Mädchen da draußen nicht nur Tanner war, der sich verkleidet hatte? Oder wenn das wirklich der Goatman war, warum sollten wir dann wissen, dass das der echte Tanner ist und der Goatman ihn nicht umgebracht hat, als er im Wald war?" Nun stritten wir uns alle deswegen, denn am Ende hätte jeder von ihnen sich einschleichen und sich unter uns gemischt haben können, weil irgendetwas Böses im Wald mit uns spielen mochte. Eines der Mädchen weinte nun und sagte, dass sie sofort nach Hause will, und wir erklärten ihr, dass es nicht geht. Niemand von uns wird mitten in der Nacht durch den Wald laufen. Außerdem würde die Sonne bald untergehen und der Himmel war mittlerweile von Wolken bedeckt. Wir aßen etwas und machten das Radio an. Jedoch bekamen wir keinen Sender rein, also schalteten wir es wieder aus, und das war ungefähr der Zeitpunkt, als Tanners Cousin auftauchte. Er war wohl so 19, denke ich. An diesem Punkt war die Sonne beinahe hinter dem Horizont verschwunden. Aber Tanners Cousin hatte einen dieser großen, schweren Scheinwerfer dabei und ein weiteres Gewehr.
Er kam auf den Wohnwagen zu und wir fragten Tanner flüsternd, ob er sicher wäre, dass dies sein Cousin ist, und er nickte. Tanners Cousin schaute sich im Lager um und trat dann ein. Verwirrt schaute er in die Runde. Er fragte, »Wo ist denn eure kleine Freundin? Ich dachte, ich würde sie hier treffen. Sie ist ein bisschen langsam, oder so.« Außerdem fragte er, ob wir hier drinnen Blut gekocht hätten, weil es den ganzen Weg entlang nach Blut und heißen Pfannen roch. Wir warfen ihnen einen eindeutigen Blick zu und verneinten. Dann fragten wir ihn, wovon er da überhaupt redet und was er für ein Mädchen gesehen hatte. Er kam von demselben Pfad, den auch Tanner nahm, und da stand wohl eine unserer Freundinnen mitten auf dem Weg. Sie sah traurig aus, mit ihren herunterhängenden Mundwinkeln. Er stellte ihr ein paar Fragen, aber alles, was sie tat, war ihn anzusehen. Dann lächelte sie ihn an. Er sagte, dass er weiterlief, aber sie konnte nicht mit ihm mithalten. Sie hinkte ihm etwas nach. Er sagte, er hätte sie gefragt, ob sie verletzt wäre oder Hilfe bräuchte. Aber sie starrte ihn weiterhin nur an. Er lief weiter den Pfad entlang und schaute kurz weg. Als es sich wieder umdrehte, war das Mädchen aber plötzlich verschwunden. Und er nahm an, sie hätte eine Abkürzung durch den Wald genommen. Wir erzählten ihm dann die ganze Geschichte und was vor sich ging. Ich habe fast erwartet, dass er sagt, wir würden Unsinn erzählen, aber er setzte sich auf die Couch und hörte zu. Er kam danach wieder auf das Mädchen zu sprechen. Es kam ihm seltsam vor, dass sie immer hinter ihm lief, denn er versuchte, sie im Auge zu behalten, aber egal wie langsam er lief, sie war immer ein Stück hinter ihm. Außerdem hatte er diesen scheußlichen Geruch in der Nase, der immer stärker wurde, je näher er dem Lager kam. Was noch seltsamer war, ist, dass sie irgendetwas mit einer tiefen Stimme sagte, das er nicht verstehen konnte. Er drehte sich daraufhin um und auf einmal stand sie direkt vor seinem Gesicht, sodass er erst einmal einen Schritt zurückging. Das war auch der Moment, in dem er fragte, ob es ihr gut gehen würde und ob er sie den restlichen Weg zum Lager tragen sollte. Aber sie starrte ihn weiterhin nur an. Er griff dann nach ihrer Schulter, aber musste wohl die Distanz falsch eingeschätzt haben, denn sie stand urplötzlich neben der Stelle, wo er hingriff, obwohl er die ganze Zeit zu ihr sah. Wir wussten, dass es wahr sein musste, es sei denn, Tanner spielte uns einen Streich, aber da er sich selbst beinahe einpisste, konnten wir uns diese Frage selbst beantworten. Sie füllten also die Patronen in die Gewehre. Danach aßen wir etwas und saßen so bis ungefähr 23 Uhr nur herum. Bis heute bete ich jedes Mal, wenn ich daran denke, dass das alles nur ein einziger, riesiger Streich meiner Cousins war, den sie einfach nie zugegeben haben, sodass ich den Rest meines Lebens Albträume davon haben würde. Jedenfalls, es war etwa um 11, als aus dem Kupfergeruch plötzlich wieder ein scheußlicher Gestank, gemischt mit gekochtem Blut und versengten Haaren wurde. Tanner und sein Cousin Reese standen sofort auf und griffen nach dem Gewehren. Dann war da dieses Klopfen an der Tür, das fast wie Kratzen klang. Und ohne Mist, wir hörten diese Stimme. Sie hörte sich an wie eines dieser YouTube-Videos, in denen Hunde- und Katzenbesitzer versuchten, ihren Tieren Sprechen beizubringen. Die Stimme sagte in einem stockenden und schiefen Ton: »Hört auf mit diesen Spielchen und lasst mich rein!« Erneut war ich völlig außer mir, während eines der Mädchen wieder damit begann, weinend zu Jesus zu beten. Es war offensichtlich, dass da kein Mensch sprach. Ich hatte das bis zu diesem Moment noch nie bemerkt, aber jeder Mensch hat einen bestimmten Redefluss, wenn er spricht. Jeder hat einen gewissen Sprechrhythmus, aber dieses Ding vor der Tür hatte das nicht. Wie eine dieser sprechenden Katzen. Ich war nun vollkommen terrorisiert. Wir riefen, »Wer zum Teufel ist da? Hör auf damit!« Aber er sagte immer nur, »Rein!« oder »Lasst mich endlich rein!« und das fast eine Viertelstunde lang. Schaut euch das an, so ungefähr klingt es. Und das war alles andere als witzig. Tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann kannst du auch nicht das Ausmaß dieser völlig absurden Situation realisieren. Jedenfalls wurde der Geruch dann etwas weniger, für etwa eine Stunde oder so. Aber man konnte noch etwas durch den Wald schleichen hören. Und alle paar Minuten kam es zurück zur Tür und sagte etwas.
Etwa um zwei, als der Gestank dann ganz weg war, sagte Rhys "Scheiß drauf", öffnete die Tür und trat mit seinem Gewehr nach draußen. Er gab dann einen Warnschuss in die Luft ab, rief etwas wie "Im Namen von Jesus Christus, verschwinde von hier" und gab dann zwei weitere Schüsse ab. Wie zur Antwort war aus der Richtung des Flusses Schaben und Heulen zu hören. Dann hörte man ein Kreischen, das klang, als würden eine Katze und eine Frau um die Wette schreien. Ich habe so etwas noch nie gehört. Dann konnte man deutlich hören, wie etwas im Unterholz raschelte. Rhys feuerte in die Richtung, aus der das Geräusch kam, und kehrte zu uns zurück. Wir verschlossen die Tür wieder und hörten das Viech draußen schreien und jaulen. Es klang fast schon wie seine Totenklage. Rhys sagte, dass irgendetwas aus dem Gebüsch kam und auf den Wohnwagen zukroch und dass er darauf schoss. Und so verlief noch der Rest der Nacht. Über die nächsten zwei Stunden war dieses Schreien buchstäblich dauerhaft zu hören. Wir hörten auch, wie sich etwas zwischen den Bäumen umherbewegte. Aber zumindest kam dieses Ding nicht zurück zur Tür. Irgendwann schliefen wir dann auch ein. Tanner war der Einzige, der wach blieb. Er saß mit dem Gewehr im Anschlag in seinem Stuhl und beobachtete die Tür. Niemand wusste oder hatte es mitbekommen, das erzählte er mir erst zwei Tage später, nachdem das alles vorbei war. Er sagte mir, dass er irgendwann auch langsam in den Schlaf nickte, nachdem die Schreie aufhörten. Tanner war wohl schon halb eingeschlafen, als er noch jemanden aus dem Badezimmer kommen sah, der sich mitten in den Raum legte und dann auch schlief. Er nahm an, dass es einer von uns war und nickte ein. Doch dann merkte er, dass irgendetwas nicht stimmte und tat so, als ob er schlafen würde. Tatsächlich zählte er aber, wie viele wir waren. 9. Hier drinnen waren 9 Leute. Er wollte nicht auf das Ding schießen, weil er uns dann auch getroffen hätte. Außerdem hätte er damit vielleicht Rhys geweckt, der dann auch geschossen hätte, und am Ende wären wir alle gestorben, weil wir dort so eingepfercht waren. Er blieb also die ganze Nacht wach, tat aber so, als würde er schlafen. Manchmal wachte es auf, sagte er. Es zitterte dann oder kicherte lautlos, wie zuvor am Lagerfeuer. Danach legte es sich aber immer wieder schlafen. Die Geschichte endete dann ziemlich seltsam, denn von meiner Perspektive aus ist nichts geschehen. Wir wachten auf und ich bemerkte, dass Tanner ein bisschen zittrig war und es vermied, irgendwen von uns anzusehen. Wir aßen dann etwas Frühstück, packten unser Zeug zusammen und machten uns auf den Weg zu Tanners Haus. Er selbst blieb aber zurück. Er wollte den Wohnwagen abschließen und mir dann die Schlüssel bringen. Er würde uns dann schon einholen, sagte er. Ich fühlte mich dabei aber sehr unwohl. Wir hatten schon ein Stück des Pfades hinter uns gelassen, als Tanner plötzlich angerannt kam, und danach joggten wir regelrecht den restlichen Weg entlang. Beim Haus angekommen, fuhr uns Tanners Cousin schließlich nach Hause. Es gab ein Fenster im Badezimmer des Wohnwagens. Tanner war geblieben, um abzuschließen. Aber eigentlich wollte er noch einmal ins Bad gucken. Er erzählte mir dann von dem Fenster, von dem wir zu blöd waren, es zu schließen. Und es war ungeschützt. Das Fenster war offen, als er reinging. Es war schon die ganze Zeit lang offen. Dieses Ding hat vermutlich gewartet, bis wir alle eingeschlafen waren, um sich dann wieder unter uns zu mischen. Es war also auch die ganze Zeit bei uns, als wir zu Tanners Haus liefen. Unterwegs hielt es sich am Schluss der Gruppe, erzählte er noch. Er beobachtete es, bis es ihn mit leerer Miene ansah, sich abwandte und langsam zurück in den Wald stampfte.